Wir sind auf Sendung, sagt uns Google. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Take-Action-Sendung. Heute zu Gast, und das freut mich ganz besonders, ist Sabine Haas von Result GmbH, eine richtige Unternehmerin. Und vielleicht, wir haben uns geeinigt, auch hier im skandinavischen Du zu verfahren. Insofern, Sabine, wer bist du und was machst du? Wie erklärst du das deinen Freunden und Verwandten? Am besten gar nicht, glaube ich, weil es schon eine Branche ist, in der ich tätig bin, die ja so im Privatleben der Menschen nicht so direkt eine Rolle spielt. Also ich bin Geschäftsführerin, Gründerin der Result GmbH. Das ist ein Institut für digitalen Wandel, was sich mit dem Internet befasst im weitesten Sinne. Das heißt, wir machen zum einen Markt- und Medienforschung und schauen uns an, wie Nutzer sich mit diesen Medien gemeinsam so vertragen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und auf der anderen Seite machen wir auch im Rahmen einer kleinen Agentur Beratung und Umsetzung von Internet- und Social Media und Online-Marketing-Projekten. Und ja, das haben wir alles zusammen seit 15 Jahren bei uns im Haus. Ja, die Forschung schon seit fast 20. Also von daher schon eine alte Unternehmerin. Ja, genau, darauf wollte ich mich auch mal zu sprechen kommen. Du bist dein Weg ins Unternehmertum. Du bist so vom Alter her, schätze ich mal, so unmittelbar nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit reingewachsen oder wie hast du dazwischen noch eine Zwischenstation eingelegt? Nee, im Grunde nicht. Also ich hatte einen relativ klaren Berufswunsch und der hat sich nicht erfüllt. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Und ja, im Grunde war es ein Versehen. Also es war nicht so der Plan. Und das ist dann sehr rasant gewachsen. Zum Unternehmensverbund Result gehören auch noch diverse Schwesterunternehmen. Eins davon ist ein Service- und Callcenter, 3C-Dialog, was als Schwesterunternehmen von der Result auch ein immenses Wachstum hatte. Da arbeiten derzeit 350 Mitarbeiter, ist also recht groß. Und das alles hat mich natürlich so eingenommen, dass dann auch rechts und links des Weges wenig Platz für andere berufliche Entwicklungen war. Wie bist denn du dabei vorgegangen? Also wenn du so da mehr oder weniger reingestolpert bist, wie hast du dir das so diese Kompetenz dann drauf geschafft? Hast du das im Vorfeld schon im Studium irgendwie doch mit einem irgendwie so ein bisschen verfolgt? Hast du dich da schon vorbereitet in irgendeiner Art und Weise oder bist du so einfach wirklich so von außen mehr oder weniger vom Markt dahin getrieben worden? Also studiert habe ich ja Psychologie und Philosophie und im Grunde immer mit der ganz klaren Zielrichtung, ich möchte Journalistin werden. Das war so das Ziel und da habe ich auch sehr zielstrebig alles drauf vorbereitet, bin das aber dann nicht geworden und habe festgestellt, eigentlich bin ich auch schon lange, weil die Schnittmenge zwischen Journalismus oder zwischen Medien und Psychologie war natürlich die Medienwirkungsforschung. Und da war ich auch schon immer aktiv, parallel zu meinem Studium. Und dann habe ich gedacht, im Grunde machst du ja schon was Berufliches, du machst ja schon Medienwirkungsforschung, also machst du das jetzt einfach weiter. Und wenn ich jetzt rückblicke, dann sage ich ganz gerne, Kinder spielen Firma, weil ich habe zu Beginn einfach überhaupt nicht umrissen, was da alles dazugehört. Ich habe bestimmte Themenfelder gar nicht wahrgenommen, dass die Relevanz haben, auch so betriebswirtschaftliche Themen und so. Und bin einfach in jedem Feld durch Fehler machen, habe ich mir das mühsam angeeignet. So nach dem Motto, ah, jetzt weiß ich, warum das wichtig ist mit der Steuerprüfung und so. Also überall im Grunde Learning by doing it falsch. Ja, und wie lange hast du so alleine gearbeitet? Also, oder wann kam der erste Mitarbeiter dazu? War das schon recht frühzeitig? Musstest du dir recht frühzeitig da Unterstützung von außen holen? Oder ist das so erst im Laufe der Jahre dann da zugekommen? Also die erste Mitarbeiterin hatte ich, glaube ich, tatsächlich schon ein Viertel, halbes Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann auch relativ zeitnah einen zweiten. Und der erste größere Schritt war dann, als wir entschieden haben, auch telefonische Meinungsforschung mit anzubieten. Also wir haben gestartet mit qualitativen Studien, Gruppendiskussionen, Moderationen. Das konnte man noch ganz gut alleine bewerkstelligen mit externen Partnern. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wir möchten aber gerne ein eigenes Telefonstudio. Und das war dann der erste große Investitionsschritt. Und daraus erwuchs dann auch, weil es zu den Zeiten eben noch keine Callcenter gab, das Servicecenter. Aber auch so ungeplant, so nach dem Motto, ihr habt doch Telefone, macht doch mal Kundenservice für uns.
Und der zweite große Schritt war dann, diese zwei Geschäftsfelder sauber zu trennen und zu professionalisieren, also ein ordentliches Callcenter aufzusetzen mit über 100 Arbeitsplätzen und eben ein ordentliches Marktforschungsfeld aufzusetzen. Das war dann der zweite große Investitionsschritt. Also es ging relativ rasant. Das Callcenter als eigene GmbH gründete sich 98, die Firma 94, also 4 Jahre später war das schon explosionsartig in die Breite gegangen. Und wie hast du dich da so drauf vorbereitet? Hast du dir von außen da Hilfe genommen? Hast du einen Coach? Hast du Mentoren oder ein Unternehmensnetzwerk? Wie bist du da so? Was würdest du so anderen empfehlen, wenn die sich so auf den Weg machen? Also ich bin eine sehr, sehr große Favorit, also ich favorisiere sehr stark persönliche Netzwerke und hatte immer Unterstützer. Aber auch die nicht systematisch irgendwie eingekauft, sondern ich hatte einfach immer Glück mit meinen Chefs in der Anstellung, mit meinem Bankberater und so weiter. Die haben mich halt auch auf einer persönlichen Ebene sehr gestützt und auch sehr beraten. Dann natürlich im Freundeskreis, da gab es jemanden, der sich mit dem Thema IT auskannte. Mein damaliger Lebensgefährte studierte Jura, der konnte so ein bisschen die steuerlichen Themen übernehmen. Also wirklich so frei nach dem Motto, wer kann mir da mal helfen? Und das hat natürlich auch zu vielen Fehlern und Unschärfen und Löchern in der Versorgung geführt. Das war damals so und das hat dann auch natürlich zu entsprechenden Folgen geführt, wo man dann teilweise im Nachgang nochmal professionalisieren musste, weil man gemerkt hat, also das ist jetzt doch ein bisschen sehr laienhaft gewesen, wie wir das gemacht haben. Ich hatte letztens das Vergnügen, mit Herrn Mehrer zu sprechen und er empfiehlt ja, er hat natürlich auch ein Coach-Netzwerk, aber ich glaube auch in der Zwischenzeit daran, dass es ganz sinnvoll ist, so einen Mentoren oder so Coaches sich an die Seite zu nehmen. Würdest du das auch so sehen oder so im Rückblick? Also oder bist du eher so wirklich so auf dieser persönlichen Ebene, findest du das dann besser? Also ich bin ja in der Käthe-Ahlmann-Stiftung als Mentorin für junge Unternehmerinnen aktiv, von daher finde ich das schon sehr sinnvoll. Und das ist auch was, das hätte mir schon auch geholfen, wobei ich sagen muss, bestimmte Themen kann man ja erzählt bekommen, man versteht sie aber nicht. Also ich weiß, ein schönes Beispiel ist, ich habe immer, wenn wir dann Darlehen für Investitionen aufgenommen haben, so in den ersten Berufsjahren, wir hatten einen ganz, ganz netten Bankpartner, wo der Bankdirektor sich dann immer gekümmert hat und der Bankdirektor sagt immer, denken Sie an den Kapitaldienst und denken Sie dran und ich sage, ja, und dann bräuchte ich das noch und das noch, ja, sagt er, denken Sie an den Kapitaldienst und das hat er mir immer gesagt. Und ich habe es auch immer registriert, ich wusste auch, was Kapitaldienst war, so war es ja nicht. Aber was das dann heißt, im operativen Alltag einen Gewinn zu machen, der so groß sein muss, dass nach Kapitaldienst noch Rückstellungen bleiben und so weiter, das hatte ich nicht physisch fühlbar und das habe ich deswegen auch trotzdem nicht verstanden. Und erst als es dann mal eine Delle gab und ich merkte, ups, habe ich verstanden, was er denn eigentlich wollte mit seinem Kapitaldienst. Und also ich musste mir da erst die blutige Nase holen, um dann zu verstehen, ja, hier muss ich anders planen. Und dann war es klar. Also von daher denke ich, so eine Mentorschaft macht viel Sinn, aber vieles muss man auch erstmal erleben und auch erleiden, um zu verstehen, was die denn von einem wollen. Also da ist man dann auch an manchen Punkten beratungsresistent am Anfang. Gar nicht aus böser Absicht. Verstehe. Du sagst auch mehrfach jetzt irgendwie, dass die Fehler dich vorangebracht haben. Das sagen ja eigentlich alle, dass im Grunde Erfolg bedeutet, von einem Fehler zum nächsten zu rennen. Welchen Fehler hättest du dir dann trotzdem im Rückblick gut schenken können, wenn du es gleich besser gewusst hättest? Ja, also ich denke, insgesamt bin ich schon extrem schnell und naiv losgelaufen. Ich weiß nicht, wie es andere machen. Also ich denke, ein bisschen mehr Coaching und systematische Beratung hätte wahrscheinlich nicht geschadet. Und Fehler finde ich immer schwierig. Also ein Weg, den ich heute nicht mehr so gehen würde, ist diese sehr heterogene Firmenaufstellung, die wir haben. Also wir haben dieses Service Center mit 350 Mitarbeitern, wir haben hier Salt mit der Webagentur und mit der Forschung, wir haben noch eine kleine IT. Also es sind so viele Themenfelder, das ist schon arg fordernd.
Ich habe zum Glück jetzt einen Lebenspartner, der eben Teile davon abdeckt. Aber das würde ich, glaube ich, nicht mehr machen, so in die Breite gehen von meiner Ausrichtung. Also es war auch immer der Wunsch, unabhängig zu sein von bestimmten konjunkturellen Entwicklungen. Aber ich glaube, fokussieren macht Sinn. Und das würde ich vielleicht heute anders machen. Gut, ich gehe mal so in meinem Fragenkatalog hier weiter vor. Was musstest du dir erst aneignen und wie hat es dein Leben verändert, also damit du so dich da wirklich drauf eingrooven konntest, auf dein Unternehmerdasein? Was musste ich mir aneignen? Also im Grunde genommen Dinge, die ich nicht so beherrsche, die beherrsche ich immer noch nicht so. Also ich bin tatsächlich ein schlechter Neinsager, was gerade auch bei Preisverhandlungen ja nicht so gut ist, weil man da nicht so gut eine Position hat. Da habe ich mich mit Sicherheit verbessert, wenn ich so die ersten Gespräche nehme und jetzt. Aber ich werde nie ein radikaler Neinsager werden. Also wenn der Kunde dringend was will und hat aber wenig Geld, dann bin ich immer versucht zu sagen, machen wir trotzdem. Also da, ich weiß auch nicht, inwieweit man sich da ändern kann und auch sollte. Genauso ist es so, dass man natürlich im Umgang mit Mitarbeitern immer einen bestimmten Führungsstil hat. Der ist bei uns sehr basisdemokratisch, sehr offen. Manchmal würde ich mir wünschen, ich bin da autoritärer. Wenn Dinge mal schnell nach vorne bewegt werden sollen, werde ich aber auch niemals werden. Also von daher, man optimiert sich, man sieht so, wo man Fehler hat, aber man ändert sich schlussendlich dann nur nuancenweise. Verstehe. Aber wobei eigentlich so der Schritt jetzt so vom Philosophie-Psychologie-Studium zum Unternehmertum, der will mir schon gewaltig erscheinen. Also wie schaffst du dir dann dieses drauf, also so Mitarbeiterführung? Liest du dann Bücher oder unterhältst du dich dann mit anderen oder wie gehst du konkret vor? Ich finde den so gewaltig nicht. Also die größte ich habe halt Mitarbeiterführung, das sind ja alles Themen, die macht man in der Arbeit. Ich habe ja immer Arbeitspsychologie gemacht, Arbeitsorganisationspsychologie, von daher Mitarbeiterführung, Feedbackgespräche, also diese ganzen weichen Themen sind auch Vertrieb, Marketing, das sind ja alles Themen, die man auch in der Psychologie macht, in der Philosophie, ja, was man da so macht, das ist wieder ein anderes Thema. Also da fühle ich mich ganz gut gewappnet und ansonsten lernt man ja auch durch Erfahrung und durch Vorbild und durch Mentorenschaft von Menschen, die einem nahestehen. Wo ich halt meine formalen Lücken habe, ist Betriebswirtschaft. Da habe ich eben kein Bilanzenlesen und so. Da muss ich mich eben auf gute Mitarbeiter verlassen. Da hat man natürlich ein größeres Verständnis bekommen mit der Zeit, aber das Können kann ich das immer noch nicht. Und auch in manchen Bereichen der Technik bin ich natürlich darauf angewiesen, dass mir da Support geliefert wird. Also ich bin ein guter Anwender und ein schlechter Techniker. Ganz schlecht. Und die auch zu verstehen, mit denen zu kommunizieren, seine Wünsche zu kommunizieren, das muss man sich natürlich dann auch ein bisschen aneignen. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, als Unternehmer in allen Feldern selber Experte sein zu wollen. Das kann, glaube ich, keiner. Also man tut sich wahrscheinlich auf der Zahlenseite leichter, wenn man aus der Betriebswirtschaft kommt. Dann sind einem da manche Themen geläufiger, aber gut, dann fehlen andere vielleicht. Das macht ja auch Mut. Wenn du so zurückblickst oder so in dein Unternehmen schaust, ist jetzt so Markt- und Meinungsforschung, ist das so dein Herzensthema? Also ist das so das, was dich voranbringt oder weitertreibt? Oder ist es diese Firma? Oder sind es die Notwendigkeiten, die Verbindlichkeiten, die man eingegangen ist? Also wie entscheidend ist das Thema, mit dem man sich beschäftigt, um sowas aufzubauen? Das ist schon, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ich würde aber nicht sagen, dass das unbedingt nur die Markt- und Meinungsforschung ist. Ich arbeite einfach gerne, ja, ich bringe Menschen gerne irgendwie voran. Also irgendwo habe ich schon den Anspruch, zu helfen. Das klingt jetzt blöd, weil ich ja nicht im karitativen Bereich arbeite, aber ich empfinde es eben schon auch als befriedigend, wenn ich einem Unternehmen dabei helfen kann, bestimmte Themen zu lösen, bestimmte Aufgaben besser zu machen. Umgekehrt fand ich es auch immer in der Medienforschung befriedigend, wenn ich dem Zuschauer, dem Publikum so ein bisschen Anwalt des Zuschauers sein kann und den Menschen in den Redaktionen mal sagen kann, Leute, das ist alles nicht das, was wir sehen wollen oder was die Leute sehen wollen. Das verstehen die nicht oder das gefällt denen nicht.
Also das, mich für irgendwas einzusetzen, damit es besser wird, das motiviert mich sehr stark. Und das kann ich, glaube ich, auch in vielen Themenfeldern. Das kann ich auch im Servicebereich und eigentlich überall. Und so mich dafür stark machen, dass Dinge besser werden und das dann auch in einem Rahmen, der verträglich ist für alle. Die Zeit, die rast hier voran, deshalb werde ich auch langsam so die letzten zwei Fragen hier vorbringen. Wenn du so in deinen Arbeitsalltag schaust, gibt es da irgendein Tool, was du denkst, ohne das geht es gar nicht? Irgendwie, das ist das Wichtigste überhaupt, mit dem ich arbeite, und das würde ich allen anderen Unternehmern oder angehenden Unternehmern auch empfehlen, dass sie sowas in der Art nutzen. Also erstmal Netzwerk. Kein Tool, sondern Netzwerk. Menschen sind ganz wichtig. Ohne Menschen geht es nicht. Also sich mit den richtigen Menschen umgeben. Und da gibt es natürlich Tools, die man dazu nutzen kann. Also beispielsweise Xing nutze ich sehr stark und aber auch andere Social-Media-Plattformen. Aber generell natürlich auch Internet, weil es unheimlich viel Zugang zu Wissen liefert, ist natürlich auch entscheidend. Aber im Grunde hängt man inzwischen von Tausenden von Tools essentiell ab. Also wenn wir die DATEV nicht hätten für die Buchhaltung und die Löhne damit pünktlich rausbringen könnten, wenn wir unser Outlook nicht hätten für die klassische Mail-Kommunikation. Also wir sind schon unheimlich abhängig geworden von allen Tools. Wir haben noch eine Schreibmaschine, eine im Haus, aber im Grunde genommen sind wir von einer Menge Tools abhängig bei uns. Und wie wichtig findest du denn so Netzwerke außerhalb des Digitalen, also so richtige analoge Präsenznetzwerke? Ist es wichtig, irgendwie zu solchen Netzwerktreffen, Unternehmerinnen-Treffen oder irgendwelchen Netzwerken zu gehen? Oder würdest du sagen, heute kann man da eigentlich auch, kann man vieles eigentlich auch digital abbilden? Es gibt viele Offline-Netzwerke, die finde ich für mich zumindest nicht mehr handelbar. Also so Unternehmerinnen-Netzwerke, die sich ganz oft offline treffen zur Weinprobe und zum Kegeln und zu diesem und zu jenem. Das schaffe ich nicht mehr vom Aufwand her, weil ich einfach die Zeit auch gar nicht habe. Ich habe ja auch noch zwei Kinder, sonst ja auch nicht. Die müssen ja auch noch Zeit kriegen. Das würde ich nicht mehr schaffen und ich weiß auch nicht, ob ich das will. Was ich sinnvoll finde, ist, dass die wichtigen Menschen, die man hat, in jedem Fall online und offline, also vor allen Dingen auch offline zu pflegen. Also man sollte nicht vergessen, die Menschen auch mal offline zu treffen, nur weil man denkt, ich habe den ja bei Facebook letzte Woche noch geliked, das muss ja reichen. Also das reicht nicht. Beziehungspflege ist immer ein persönlicher Prozess. Und das Kernnetzwerk, das muss man einfach, und das mache ich auch. Also da bin ich aber eher bei Lars Hahn mit seinem systematisch Kaffee trinken. Also ich gehe auch systematisch Kaffee trinken mit den Menschen, die mir wichtig sind. Da halte ich mehr von als wieder von diesen formalisierten Offline-Netzwerken. Also da bin ich eigentlich so ein bisschen rausgefallen, muss ich sagen. Das finde ich persönlich aber auch sehr, auch wiederum ermutigend. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Was machst du jetzt im Anschluss? Das ist immer meine letzte Frage. Bloggen werde ich. Ich schreibe gerade einen Blogartikel und dann muss ich kochen für die Kinder und dann habe ich eine Telefonkonferenz. Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich, Sabine Haas. Das war jetzt wirklich sehr interessant, fand ich. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal im richtigen Leben. Systematisch Kaffee trinken, genau. Genau. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.